Herr Präsident, meine Damen und Herren, für die etwas Älteren hier unter uns hat das ja alles irgendwie ein bisschen was von Déjà-vu. Es ist noch keine 10 Jahre her, da wurde hier an dieser Stelle schon einmal über die Offenhaltung eines innerstädtischen Flughafens diskutiert. Damals ging es um den Flughafen Tempelhof. Und damals wurde schon versucht, mit einer Mischung aus Fake News und Westberliner Nostalgie Stimmung zu machen. Die ganze Kampagne damals, und das wissen Sie ganz genau, war von keinem anderen Interesse und geleitet, als nur von dem Motiv getrieben, parteipolitische Spielchen zu spielen. Und die Rede von Herrn Evers und auch das, was wir gerade eben gehört haben, zeigt es nochmal deutlich. Das war damals intellektuell unterirdisch und das ist es heute genauso. Erinnert sich hier eigentlich noch irgendjemand an einen gewissen Herrn Pflüger? Das war einer Ihrer Amtsvorgänger, Herr Graf. Der hat damals die steile These aufgestellt, dass Berlin nur eine Zukunft haben kann, wenn im Herzen der Stadt mit Tempelhof ein Verkehrsflughafen betrieben würde. Geschäftsleute würden Berlin meiden, wenn Tempelhof schließt. Der Wirtschaftsstandort Berlin sei in großer Gefahr. Und ein gewisser Dr. Lindner, einer Ihrer Vorgänger, Herr Chaya, behauptete damals, so wie Sie heute oder auch mein begnadeter Vorredner, dass man das juristisch alles hinbekommen kann, wenn man nur ganz feste will. Nach dem Motto 2 Juristen, 3 Meinungen findet man immer irgendeinen Juristen, der die eigene Meinung bestätigt. Und auf den kann man dann immer und immer wieder sich berufen, ganz egal, was ein Dutzend anderer Fachleute dazu sagt. Realitäten schaffen durch Autosuggestion. Man muss nur ganz fest dran glauben, dann wird das schon. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel, nur ein Beispiel, warum das gnadenloser Unsinn ist. Der Widerruf des Widerrufs der Betriebsgenehmigung führt bestenfalls zu einem neuen Genehmigungsverfahren. Allerdings nach heutigem Recht und nicht nach alliiertem Recht, wie zu Mauerzeiten und nach heutigem Recht. Da sind sich nahezu alle Expertinnen und Experten einig, würde ein innerstädtischer Flughafen wie Tegel nicht mehr genehmigt werden. Und das ist auch gut so. Und es gibt noch viele andere Parallelen zur damaligen Debatte. Damals legten die Befürworter der Offenhaltung von Tempelhof ein windiges Konzept nach dem anderen auf den Tisch. Vom Krankenhaus mit Flughafenanschluss für die reiche Kundschaft aus den Arabischen Emiraten. War ein Lieblingsthema von Herrn Pflüger. Ist so albern. So, jetzt macht Herr Evers, in der Welt angekommen und wie, wurde ja auch damit rumgewedelt, Werbung für ein Gutachten von Ryanair und für die Geschäftsinteressen von Ryanair. Also ich bitte Sie, da wurde interessensgeleitet und das ist doch so einfach wie nachvollziehbar von Ryanair mit falschen Zahlen gerechnet. Das ist alles Voodoo und die Berlinerinnen und Berliner sollen am Ende die Risiken tragen, während die Private die Gewinne machen. Nicht mit uns, Herr Evers. Immerhin. Damals bei der Tempelhof-Debatte haben CDU und FDP noch zugegeben, dass ein Flugbetrieb in Tempelhof defizitär wäre. Heute dagegen nehmen die Wirtschaftsexperten, also diese Helden der Zukunft von FDP und AfD, einfach mal das aktuelle Betriebsergebnis und sagen, boah, TXL macht ja Gewinn. Dass TXL aber nur deshalb Gewinn macht, weil hier nicht mehr richtig investiert wird, weil es keine Ausgaben für Lärmschutz gibt. Und auf der anderen Seite, weil jetzt natürlich hier noch der Flugverkehr ist, der dann zum BER geht, das wird einfach ignoriert. Und dass darüber hinaus ein Doppelbetrieb von Tegel und BER für die Flughafengesellschaft dauerhaft unwirtschaftlich sein muss, interessiert AfD und FDP nicht. Was FDP und der Rest der Opposition hier abziehen, ist so bodenlos unseriös, dass es schon gefährlich ist. Meine Damen und Herren, wenn Politik nur noch nach kurzfristigem Effekt, nach Umfragezahlen, Emotionen und parteipolitischer Profilierung schielt, aber nicht mehr die Sache selbst in den Mittelpunkt stellt und prüft, wird absehbar die Politikverdrossenheit nur noch größer. Dieses Hantieren mit Halb-, Schein- und Unwahrheiten,
Mit diesem Populismus tragen Sie die Verantwortung für ein politisches Klima, in dem gefühltes Wissen gegen Fakten steht. Herr Pasterski, wenn Sie das nicht verstehen, was ich sage, kann ich Ihnen leider nicht helfen. Das liegt an Ihrem intellektuellen Niveau. Das Ergebnis dieses politischen Stils, Herr Chaya, Herr Graf, sitzt jetzt neben Ihnen. Und da ist es eben auch gar kein Wunder, dass sich diese AfD, der rechte Stammtisch der politischen Fake News und gefühlten Wahrheiten, ganz schnell der Kampagne der Offenhaltung von Tebel angeschlossen hat. Aber meine Damen und Herren, was soll ich sagen? So wie die bürgerlichen Parteien in Berlin tagtäglich versuchen, ihr eigenes Niveau zu unterbieten, so machen auch manche, zum Glück nur eine kleine radikale Minderheit der Berliner Journalisten, mit bei der Konstruktion gefühlten Wissens und, sagen wir mal, alternativen Wahrheiten. Zur Klarstellung, liebe BZ-Leserinnen und Leser, es ist weder unfair noch Ungleichbehandlung, wenn Senat und Abgeordnetenhaus ihre Position zum Volksbegehren bestimmen. Das ist Verfassungsauftrag. Und dann diese künstliche Aufregung darüber, dass der Senat angeblich schon vorab erklärt hat, dass er den Volksentscheid ignorieren will. Auch wenn dieser erfolgreich sein sollte. Das ist schlicht die Unwahrheit. Und auch das haben Sie nicht verstanden. Kein Senat kann einen Volksentscheid einfach ignorieren. Aber worüber wird denn am 24. September wirklich abgestimmt? Der Satz lautet schlicht, ich zitiere, mit Erlaubnis des Präsidenten: Der Berliner Senat wird aufgefordert, sofort die Schließungsabsichten aufzugeben und alle Maßnahmen einzuleiten, die erforderlich sind, um den unbefristeten Fortbetrieb des Flughafens Tegels als Verkehrsflughafen zu sichern. Großartig. Genauso gut könnte man auch darüber abstimmen, dass der Senat dafür sorgen soll, dass am Wochenende immer schönes Wetter ist. Denn darüber, wie wir Anliegen wenigstens theoretisch umgesetzt werden kann, gibt es keinen ernstzunehmenden Vorschlag. Und weil Sie erst recht keinen seriösen Plan haben, wie das in der Praxis zu bewerkstelligen wäre, lassen Sie die Berlinerinnen und Berliner nicht über einen Gesetzentwurf abstimmen. Das ist eben nichts anderes als eine Politscharade, Herr Evers. Das, was Sie hier abspielen, ist nichts anderes als eine Politscharade, weil Sie wissen, dass Berlin gar nicht einseitig über die Offenhaltung von Tegel entscheiden kann, weil Sie wissen, welche Klage- und Finanzrisiken auf das Land zukämen. Deshalb, meine Damen und Herren, kommen uns FDP und AfD hier mit so einem lapidaren Satz. Sie lassen die Berlinerinnen und Berliner über eine Bemühenszusage abstimmen, wohl wissend, dass die Spielräume des Senats, egal wie der Volksentscheid ausgeht, Tegel als Flughafen offen zu halten, gegen null tendiert. Die Spielräume des Senats. Und zwar egal, wie sehr der Senat sich bemühen würde, weil der Senat das gar nicht alleine entscheiden kann. Das ist die Faktenlage. Das zu sagen, meine Damen und Herren, auch wenn die Umfragen gegen einen stehen, das ist einfach nur ehrlich und verantwortungsbewusste Politik. Sie werden nicht erleben, dass wir die Wählerinnen und Wähler anlügen und behaupten, wir könnten hier mit Ihrem Votum mehr als eine Bemühenszusage erreichen. Nein, wir werden die Wählerinnen und Wähler nicht anlügen und gegen unsere Überzeugung und wider besseres Wissen so tun, als wäre die Offenhaltung Tegels sinnvoll. Wir streiten für die Schließung von Tegel nach Inbetriebnahme des BR nicht nur, weil wir es aufgrund der juristischen Situation tun müssen. Wir streiten als Koalition in der Sache, weil eine Offenhaltung Tegels stadtentwicklungspolitisch, wohnungspolitisch, wirtschaftspolitisch, sicherheitspolitisch, verkehrspolitisch, finanzpolitisch und umweltpolitisch falsch ist. Meine Damen und Herren, der Flughafen Tegel wurde gebaut, als West-Berlin gar keine andere Wahl hatte, als ihn quasi mitten in der Stadt zu errichten. Mit dem Fall der Mauer, genau, Sie haben es erkannt, mit dem Fall der Mauer gab es für Berlin die Möglichkeit, den Flugverkehr aus der Stadt an ihren Rand zu verlagern. Es gibt keinen plausiblen Grund, diese Entscheidung rückgängig zu machen. Hätte man diese Verlagerung damals schon konsequent gemacht, dann hätten wir heute am BER weniger Probleme, danke Eberhard Diepgen, der das damals durchgesetzt hat mit dem Standort,
Aber gut, das ist vergossene Milch. Ebenso will ich an dieser Stelle noch mal lang und breit über den BER aufzuregen. Ja, das Thema BER ist kein Ruhmesblatt. Und ich verstehe alle, die davon genervt sind. Wer ist das nicht? Und ganz zweifellos ist das neue, ist diese ganz neue große Beliebtheit von Tegel nicht zuletzt den schlechten Nachrichten vom BER geschuldet. Aber meine Damen und Herren, das ist doch kein Grund, den Quatsch noch quetscher zu machen mit der Offenhaltung von Tegel. Es wurde schon mehrfach gesagt, Tegel offen zu halten bedeutet, 300.000 Menschen weiter in Fluglärm und dem Risiko einer Flugzeugkatastrophe auszusetzen. Tegel offen zu halten bedeutet, sehenden Auges hohe juristische und finanzielle Risiken einzugehen, damit den Betrieb des BER zu gefährden. Vor allem aber bedeutet Tegel offen zu halten, ein riesiges innerstädtisches Areal dauerhaft zu blockieren, das wir für die Entwicklung unserer wachsenden Stadt dringend benötigen. Tegel offen halten bedeutet also auch Zukunftschancen zu blockieren. Das ist in hohem Maße verantwortungslos. Und mit der Schließung Tegels gewinnt Berlin Flächen für den Wohnungsbau, Wissenschaft und Forschung, die dringend benötigt werden. Und Berlin gewinnt auch, das ist auch schon gesagt worden, neue Erholungsräume, Platz für neues Grün, das wir genauso brauchen. Nein, meine Damen und Herren, Berlin verliert nichts bei einer Verlagerung des Flugverkehrs aus der Stadt an den südlichen Stadtrand. Ja, wir wissen, es gibt auch dort viele Menschen, die den Fluglärm am künftigen BER fürchten. Deshalb setzen wir uns auch dort für ein Höchstmaß an Lärmschutz ein. Und es kann ja sein, dass einige Menschen dort die Hoffnung haben, dass bei einer Offenhaltung von Tegel es bei ihnen im Süden weniger laut wird. Aber, und das gehört eben auch zur Wahrheit, wenn Tegel offen bliebe, dann wäre eben dadurch auch die Tür für Klagen gegen das Planfeststellungsverfahren für Inn-Schönefeld offen. Dann gefährdet das nicht nur die Betriebsgenehmigung für den BER, das bedeutet eben auch, dass die jetzige Nachtflugerlaubnis in Schönefeld alt, bis auf Weiteres erhalten bleibt. Und zwar rund um die Uhr, die ganze Nacht und dann vermutlich deutlich mehr als heute. Also auch da gewinnen die Menschen nichts, sondern würden bei einer Offenhaltung Tegels verlieren. Herr Kollege, Sie müssten jetzt zum Ende. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Herr Graf, Sie waren bis vor kurzem noch Fraktionsvorsitzender einer Regierungsfraktion. Als solcher waren Sie noch Verfechter eines lang und breit entwickelten Nachnutzungskonzepts für Tegel. Machen Sie es nicht wie Herr Evers. Wechseln Sie Ihre Haltung in der Sache nicht wie ein Wendehals nach Regierungswechsel und Umfragewerten. Sie wissen, es gibt in der Sache keinen vernünftigen Grund, Tegel offen zu halten. Deshalb werben wir, so wie IHK, Handwerkskammer, die Gewerkschaften, Umwelt-, Verkehrs-, Mieterorganisationen und Anwohnerinitiativen für die Schließung von Tegel nach Inbetriebnahme des BR. Liebe CDU, machen Sie sich ehrlich.